Willkommen zu einer neuen Folge von Diese Woche in Destiny. Was für eine Woche das doch war. Oder was meint ihr? Diese Woche wird doch definitiv in die Geschichte von Destiny eingehen. Auch für Bungie war das definitiv keine einfache Woche und sie gehen auf das sogenannte Craftening sogar im aktuellen Diese Woche in Destiny ein. Aber keine Angst, es dreht sich nur am Rande um den Crafting-Glitch. Wir schauen uns vielmehr einige der neuen Super und Aspekte an, die mit Final Shape ins Spiel kommen, denn hierzu gibt es neues Material, was wir uns anschauen können, wo wir einen besseren Einblick drin kriegen, und das zeige ich euch später auch, ohne Kommentar zunächst und dann mit Kommentar natürlich, was ich davon halte. Bevor wir das aber machen, noch kurz eine Info zu meinem neuen alten Sponsor. Ich arbeite diesen Monat wieder mit Aoea zusammen. Hier könnt ihr über meinen Link Guthabenkarten kaufen, die teilweise bis zu 30% reduziert sind bzw. sein können. So, nun aber rein in die News. Bungie ist ja bekannt dafür, sehr viele Charity-Events und so weiter zu machen. Und so gibt es seit dieser Woche auch die Absetzer-Geste im Everversum zu kaufen. Wenn ihr diese Geste im Everversum kauft, dann werden die Einnahmen daraus alle zu 100% für einen guten Zweck verwendet. Zur Hälfte geht's in die Bungie Foundation und die andere Hälfte bekommt das Team Rubicon, mit denen die Partnerschaft hier gemacht wurde. Jetzt geht's weiter, nochmal der Crafting Glitch. Dieses Ereignis nennt Bungie selber The Craftening und Bungie erklärt hier im Beitrag lang und breit, was alles schiefgelaufen ist, während sie versucht haben, den Glitch zu beheben und wie sie mehrere Anläufe gebraucht haben und wie viel schwerer es denn doch war, als sie eigentlich angenommen hatten, das Ganze zu beheben. Wen das interessiert, der kann das gerne ab morgen oder Sonntag, da müsste dann die deutsche Übersetzung vom Twit auch da sein, könnt ihr dort nachlesen. Ist sehr, sehr umfangreich und deswegen habe ich das jetzt mal nur so grob umfasst, worum es da geht. Eins ist klar, das Ganze hat nicht nur die Nerven von uns Spielern strapaziert, sondern auch die der Entwickler und hat die Entwickler richtig viele Überstunden und harte Arbeit gekostet. Das Ganze jetzt so schnell wie möglich zu fixen und ich glaube, das sollte man irgendwie auch anerkennen, dass sie hier sehr viel Arbeit reingesteckt haben und dass es Arbeit war, die sie bestimmt nicht gebraucht hätten oder haben wollten. Und ja, klar, man kann jetzt sagen, selber schuld, sie haben es ja verbockt. Aber wie auch immer, sie haben jetzt versucht, es so schnell wie möglich zu fixen und ich bin froh, dass es jetzt eigentlich zu 99% gefixt ist und wir hier nicht mehr dieses Theater haben, sondern mit normalen Waffen wieder spielen können. Wir haben alle sicherlich mitbekommen, dass Bungie in Destiny alle Systeme nach und nach verbessert und daran arbeitet, dass sich das Spiel auch für uns Spieler besser anfühlt, dass wir noch besser mit den Waffen und mit dem Werkzeug, was wir sozusagen haben, umgehen können. Und eine der neuesten Änderungen ist es, dass sie jetzt ein vorhersehbares Rückstoßmuster bei den Waffen einführen bzw. eingeführt haben. Dazu gehören dann die Automatikgewehre, Impulsgewehre, Scoutgewehre, Maschinenpistolen, Pistolen, Handfeuerwaffen, Sportgewehre, Spurgewehre. Automatikkorrektur war wohl falsch, Sportgewehre ist falsch. Spurgewehre und die Maschinengewehre. Lasst mir mal einen Kommentar dazu da. Ist euch das aufgefallen, dass es sich anders anfühlt? Also ich finde es ja super, dass Bungie sich hier bemüht, alles irgendwie zu verbessern. Aber manchmal frage ich mich, ob das wirklich nötig wäre und nicht da die Zeit lieber in neuen Content gesteckt worden wäre. Das ist nur meine persönliche Meinung. Im Gameplay im Hintergrund wird das Ganze dann auch nochmal etwas näher demonstriert. Bungie hat im aktuellen Twit auch einen kleinen Leak dargelassen. Sie meinten, dass wir viele Geheimnisse in Savatuns Turm bereits entdeckt haben, aber dass wir besonders aufmerksam sein sollen, denn es würden noch einige Überraschungen auf uns warten, die wir entdecken können. Was meint ihr? Was könnte das sein? Eine neue Exo-Quest? Oder nur geheime Triumphe oder irgendwelche geheimen saisonalen Inhalte? Ich weiß nicht, ich meine, klar, ich würde mir wünschen, dass wir hier irgend so eine geheime Exo-Quest oder sonstiges noch aufdecken, aber ja, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt, oder? Also, schön wär's, mal gucken, was noch kommt. Schreibt mal auf jeden Fall einen Kommentar, was eure Meinung ist. Dann, und das dürfte sehr viele Spieler freuen, Bungie hat angekündigt, dass eine der kultigsten Destiny-Waffen einen Katalysator bekommt. Na? Habt ihr eine Idee, welche Waffe es ist? Yep, es ist die Dawn. Sie verraten sogar schon, was der Katalysator macht
Und ich lese euch mal direkt die Übersetzung vor, nicht die Übersetzung, die englische Variante vor. Grants bonus range and stability dealing a final blow or absorbing a remnant grants additional increased weapon range as well as increased mobility and handling for short time. Sorry für mein schlechtes Englisch, aber im Grunde bekommen wir hier für die Waffe mehr Reichweite, Stabilität und Handling, wenn wir einen dieser Remnants, dieser Orbs einsammeln oder wenn wir einen Kill machen. Das dürfte wohl vor allen Dingen die PvP-Spieler freuen. Die Dawn bleibt wohl vor allen Dingen eine PvP-Waffe. Ja, ich weiß, man kann sie auch gut im PvE nutzen, insbesondere mit nekrotischer Griff oder so, aber wenn wir an die Dawn denken, dann denkt man doch im Regelfall ans PvP. So, nun hatten Spongy gestern drei neue Clips spendiert, in denen wir die drei neuen Super und die Aspekte zu sehen bekommen. Bevor wir uns diese aber gleich anschauen, möchte ich nochmal ganz kurz die Beschreibung erwähnen oder was diese Super und die Aspekte machen sollen. Und danach dürft ihr die Clips ohne meinen Kommentar anschauen, mit Ton natürlich, und danach sage ich ganz kurz meine Meinung dazu. Also fangen wir mal mit den Super an. Der Solar Warlock bekommt Lied der Flamme. Man überlädt die Fähigkeiten und stärkt umliegende Verbündete. Die kriegen Waffen, die Solarwaffen kriegen von einem selber und von Verbündeten Scorch-Effekt wohl. Dabei der Überladen-Nahkampf hat mehr Projektile und die Granate springt zwischen den Gegnern hin und her. Also ihr seht es dann im Gameplay, wie das genau ausschauen soll. Dann haben wir den leere Titan, Twilight Arsenal. Wirft drei aufeinander folgende riesige Void-Äxte, um Feinde bei einem Treffer aufzulösen. Ja, genau, aufzulösen, nicht auszulösen. Sobald diese Äxte in den Boden eintauchen, beginnen sie Feinde anzuziehen. Also hat so einen Pull-Effekt, dass die Gegner zusammengezogen werden und macht ihnen weiterhin Schaden über Zeit. Sie und ihre Verbündete, also du und deine Verbündete, ihr könnt dann im Kampf die Äxte schwingen. Also ihr könnt sie aufnehmen, es sind drei Stück. Und dann die Gegner drumherum erledigen. Auch das werden wir sehr gut im Gameplay sehen. Übrigens, sowohl die Solar Warlock Super ist die erste Ego Super oder Super aus der Egos Perspektive seit der Golden Gun. Und für den Void Titan ist das die erste Titan Super für den Fernkampf. Sonst hat der Titan immer nur Sachen für Nahkampf und da geht's mal in den Fernkampf. Und dann haben wir noch den Arcus Hunter Storm's Edge. Beschwöre einen elektrifizierten Dolch, der dich beim Aufprall teleportiert, also wir werden zum Dolch teleportiert, wo er aufkommt, und es dir ermöglicht, einen mächtigen Wirbelschlag auszuführen, der massiven Schaden anrichtet. Das Ganze kann man insgesamt dreimal ausführen. Und die neuen Aspekte, da haben wir für den Warlock die Solarseele. Das Wirken von Rift erschafft eine Solarseele, die aus der Ferne auf Feinde schießt. Dort explodiert sie und verursacht Verbrennen. Dann haben wir den leeren Titan-Schild. Verbrauche deine Granate, um einen beweglichen Schild zu erschaffen, der nicht nur dich und den Einsatztrupp schützt, sondern auch feindliche Angriffe absorbiert. Die gespeicherte Energie, also von den Angriffen, kann dann in einen massiven Flächenangriff freigesetzt werden, der je nach absorbiertem Schaden mehr Schaden verursacht. Und dann haben wir für den Arcus Hunter den Twirl, so heißt es im Englischen. Benutze Ausweichmanöver in der Luft, um dich in die Luft zu befördern. Feinde, die sich darunter befinden, werden erschüttert und ihnen wird Schaden zugefügt. Und um dich selbst und Verbündete in der Nähe zu verstärken, also amplified zu werden. Wir können das Ganze auch mit Tempest Strike wohl sehr gut kombinieren, um hier eine Arc-Kombination zu machen. So viel zu den Erklärungen nochmal, jetzt schauen wir uns das Ganze an. Five minutes. Slice. Oh, run, 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 and ice. That was a triple kill. What the heck? Boink. But oh, I'm amplified even if I'm not marked with your amplification. Yeah, ascension amplifies all your teammates. Gonna zip on over there. Bonk. Yes, oh my god. Those impacts that curve around the entire wall. Oh. Oh my god! Oh my god! Kaboop! Oh, okay, that's one. Yes! Vaporizes those guys.
Use your super if you got it. Okay, get ready. I'm gonna do the axe. Get ready. You get an axe. And you get an axe. And you get an axe. Go. Hunt him. Come here. He actually got me. Okay. Oh, nice shield. Nice. Oh, that was so cool. I got to throw back the damage at him. Almost killed him. All right, let me boop you. Shoot me, get booped. Okay, that did half damage and threw him. I'm cool with that. All right, here, I'm going to leave you all some axes, actually. Try to handle it here. There's some axes to handle those ads while I go down. We take those. All right, I got axes here. Just use the axes to try to finish here. Keep us on. Oh, yeah, use the axes. Chop him up. Get him. Oh, this is actually good damage. Yo, look at that. That is insane. Oh, my super. Let's see what this is cooking. You just see this, like, cute little bird flapping its way towards you, and then you blow up. There's the bird! One opponent remains. Oh, the solar buddy's going over the shield. That's crazy. No one left to fight in your place. So fight. We love it. We love the solar buddy. All right, I'm coming up, the solar buddy. This is crazy. Oh my god. And popping my super. Okay, so I kind of am in love with the super. Get out of here, Ogre. You're done. So, also, was ist meine Meinung dazu? Der Arcus Hunter, bleiben wir mal dabei, sowohl der Aspekt als auch die Super wirkt auf mich eher was fürs PvP. Im PvE sehe ich mich noch nicht drin, so mega cool beides aussieht. Sowohl die Super mit dem Dolch werfen und dann hinteleportieren und auch dieser Angriff mit dem durch den neuen Aspekt. Sieht beides richtig cool aus, aber ich sehe hier keine große Verwendung im PvE. Vielleicht, wenn wir dann die richtigen Damage-Zahlen haben, wenn es rauskommt, vielleicht ist es doch sehr stark. Müssen wir uns überraschen lassen. Aber im PvP ist es wahrscheinlich eine sehr, sehr spaßige Sache. Vor allen Dingen eben die Super, könnte ich mir sehr gut vorstellen, im PvP, dass es die Leute ganz schön nerven wird. Der leere Titan. Hier die Äxte. Keine Frage, mega cool. Also das Werfen der Axt, dann, dass es die Gegner zusammenzieht, Schaden über Zeit macht, dass du dann auch noch die Äxte aufnehmen kannst, um die Gegner anzugreifen. Das einzige Problem ist der Schaden. Der Schaden wirkt hier relativ schwach. Ja? Also wenn die da am Schaden nichts drehen, also es muss nicht mal der Aufprallschaden sein, aber dann der Schaden, wenn du so eine Axt nimmst. Und was waren das da? 22.000 hat man Schaden gemacht. Ja, nimm ein Schwert, ist besser. Also, nee, momentan zu schwach, würde ich sagen. Und beim Aspekt, da kommt es auch darauf an, wie groß ist dieser Flächenangriff und wie stark ist es, ja. Wenn man hier einen ordentlichen Bums dahinter hat, dann könnte es cool sein. Sonst sehe ich keinen Grund zu sagen, hey, ich konsumiere meine Granate, um kurz ein Schild zu haben. Brauchen wir in der Regel nicht, ja. Das Beste oder am besten ist für mich der Solar Warlock weggekommen, auch wenn er am unspektakulärsten aussieht. Die Solarseele, klar, haben wir im Prinzip schon. Wir haben eine leere Seele, wir haben eine Arkuseele, jetzt haben wir eine Solarseele. Yay! Aber es ist schon mal eigentlich ganz cool, dieser Explosionsschaden. Es macht Verbrennen, kann man bestimmt sehr gut in Builds einbauen. Der Schaden sieht auch solide aus. Und dann die Super, die könnte auch richtig interessant sein. Je nachdem, wie lang es tatsächlich geht und wie viel Schaden man raushauen kann. Für mich aber vor allen Dingen eine Ad-Clear-Super. Weniger eine DPS-Super, eher eine Ad-Clear-Super. Und da bin ich gespannt, wie sie spielt. Es könnte doch sehr funny sein. Das sind so mal meine Einblicke oder meine Meinung dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Like freuen. Vielleicht sogar ein Abo. Tut euch nicht weh.
Für mich ist mega Support und ihr verpasst keine weiteren Videos mehr von mir, dem Ilias. Bis zum nächsten Mal. Ciao.